Auf der Transportermesse in Berlin-Schönefeld fanden wir unser erstes Wohnmobil, unseren Weinsberg Pepper. Hineingesetzt und zack, das ist er. Ja, das war Liebe auf den ersten Blick. Ja, das waren noch angenehme Preise damals, 2019. Also direkt den Kaufvertrag abgeschlossen und zu Hause bei einem Gläschen Sekt begossen. Danach ging es direkt los nach Eschendorf bei Volkach und auf dem Rückweg einen Kurzstopp in der Marina Coswig. Viele schöne Reisen, unter anderem auch das erste Pepper-Treffen in Deutschland, das auf dem Campingplatz Grafinsel stattfand. Danach folgten Kurztrips und Urlaube, zum Beispiel im Elbsandsteingebirge, auf der Insel Föhr, auf der Insel Fehmarn und in Kroatien auf der Insel Krik. Auch in Deutschland hatten wir einige schöne Plätze, wie zum Beispiel in der Schorfheide, am Schweriner See, in Plau am See und an der Elbe, in Penzlin und in Bad Feilenbach sowie im Spreewald. Gut durchdachte und sinnvolle Anordnungen der Bauteile im Pepper machten das Wohnen darin auch bei schlechtem Wetter sehr angenehm und kuschelig. Für den Komfort beim Fahren gönnten wir ihm und uns eine Goldschmidt-Luftfederung an der Hinterachse, was das Fahren noch komfortabler und sicherer machte. Auch eine Dachklimaanlage von Dometic haben wir nachträglich einbauen lassen. Kurbelheckstützen machten das Fahrzeug auf dem Platz etwas standsicherer. Unser Fazit: Der Weinsberg Pepper hat uns auf den 35.000 Kilometern, die wir mit ihm fahren durften, nie im Stich gelassen. Mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen konnten wir trotz der nachträglichen Anbauten ungefähr 650 Kilo an Zuladung mitnehmen. Schon hier trennt sich bei manchen Fahrzeugen die Spreu vom Weizen. Und mit seinen 160 PS war er immer kräftig genug und zügig unterwegs. Doch leider müssen wir uns für immer von ihm verabschieden, denn das ist der Grund. Wir haben uns für ein neueres, größeres, längeres und schwereres Wohnmobil entschieden, es bestellt und auch gekauft, denn mit jedem Urlaub und jeder Reise wuchs der Wunsch nach mehr Platz und Transportkapazität. Was ist's geworden? Lasst euch überraschen, abonniert einfach unseren Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ach ja, ich wollte auch mal am Steuer fotografiert werden und das kam leider dabei raus.